Moin und herzlich willkommen bei der Firma Berotech. Im heutigen Video geht es einmal wieder um unseren Kumpan, den Cockpit-Assistenten. Zusätzlich werden wir noch zwei unserer Zusatzmodule installieren. Einmal den Öldrucksensor und zum zweiten noch unser neues Produkt, den Gangsensor. Wie ihr im Intro schon gesehen habt, geht es hier um die KTM 99 Super Duke von 2008. Das beinhaltet heute quasi eine Installation an den alten LC8-Modellen von KTM. Und zwar die LC8-Modelle von 2003 bis 2013. Und die Installationsschritte, die kann man auch so analog übernehmen für die alten LC4-Modelle. Und zwar die LC4-Modelle von 2007 bis 2013. Ja? Also wir haben die drei Produkte, die ich gerade genannt habe, hier jetzt schon installiert. Ich gehe das einmal kurz mit euch im Detail durch, wo man das installieren kann. Und wir haben zusätzlich dazu natürlich noch eine Dokumentation auf unserer Internetseite. Wenn euch das jetzt alles zu schnell geht, könnt ihr da natürlich gerne nachschlagen. Aber wie gesagt, diese Einbauschritte für die alten LC8-Motoren und die alten LC4-Motoren von KTM. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie unser Kumpan hier aussieht. Wir werfen einmal einen Blick. Wir haben ihn hier oben unterhalb oder auf der Gabelbrücke unterhalb vom Lenker installiert. Dann starten wir mal die Maschine. Und so sieht das dann nachher aus, wenn alles fertig installiert ist. Das heißt, wir haben hier eine Drehzahlanzeige, Ganganzeige, wir haben hier den Öldruck und die Öltemperatur. Das sind so die Gesamtfunktionen von unserem Kumpan. Und im ersten Schritt würde ich euch zeigen, wie wir das Drehzahlsignal anschließen. Und zwar gehen wir dazu auf die rechte Seite vom Motor. Und zwar kommt hier unten, da am Gehäuse, kommt das Kabel vom Kurbelwellensensor raus. Das ist hier so ein Gummistopfen, der dann zum Gehäuse hin abdichtet. Und dieses Kabel könnt ihr verfolgen. Dann kommt hier an diesem Ende raus. Das ist so ein zweipoliger weißer Stecker. Und in unserem Set ist dann enthalten dieser Abzweigverbinder, also dieser Zwischenstecker hier, den man da einfach zwischensteckt und dann wird das Drehzahlsignal über diesen roten Stecker hier abgezweigt. Wichtig ist zu beachten, dass das Drehzahlsignal auf dem weiß-gelben Kabel hier anlegt und innerhalb der KTM-Modelle variiert das ein bisschen. Manchmal können diese beiden Leitungen hier vertauscht sein. Das heißt, wenn der Abzweig, wie ihr ihn hier seht, dieser rote von unserem Stecker hier, wenn der nicht auf der Linie von dem weiß-gelben Kabel liegt, dann müsst ihr eventuell dem Stecker den Pin drehen. Das variiert ein bisschen zwischen den verschiedenen Modellen, aber ansonsten ist dieser Stecker bei eigentlich nahezu allen KTM-Modellen über alle Baujahre identisch. Und an diesem Stecker steckt ihr dann einfach das Kabel ein, das schwarze Kabel, das hoch dann zur Kumpan-Display-Einheit geht. Das ist dann hier das Drehzahlsignal. Und hier hinten dran sehen wir direkt dieses schwarze Kabel mit dem Schraubverschluss, mit dieser Überwurfmutter. Das ist unser Temperatursensor. Den Temperatursensor, den haben wir jetzt hier am LC8-Motor unten angebracht. Das sieht man jetzt vielleicht. Das ist am Gehäuse vom Ölfilter. Also in Fahrtrichtung zeigt das nach vorne. Für die Montage muss man gegebenenfalls hier ein bisschen das Batteriefach lösen und nach vorne schwenken. Das ist ein M14x1,5 Temperatursensor. Bei den LC4-Modellen, da ist eine andere Einbauposition dann notwendig. Das wäre ein M10-Temperatursensor. Das haben wir aber auch auf unserer Internetseite dokumentiert. Genau, dann kann man da unten den Temperatursensor setzen. Wie gesagt, das Kabel hochlegen. Dann ist hier diese Verbindung und das Ende. Das geht dann auch wieder hoch Richtung Kumpan. Dann können wir direkt weitergehen auf die andere Seite. Genau hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, hier vorne an dem Gehäuse. Wie gesagt, hier haben wir hier den Ölfilterdeckel. Und wenn man da jetzt reinguckt, dann sieht man den Temperatursensor, der, wie gesagt, von außen so an dieses Ölfiltergehäuse eingeschraubt ist. Und dann machen wir weiter hier mit dem Ölfilterdeckel. Hier haben wir nämlich unseren Öldrucksensor angebracht. Das ist ja, wie gesagt, ein Zusatzmodul. Das heißt, das ist nicht im Standard-Kit vom Kumpan enthalten. Und was wir jetzt hier gemacht haben, weil sich das einfach angeboten hat, wir haben einfach den Ölfilterdeckel so genommen, also so sieht der Original aus an diesen RC8-Modellen. Und da haben wir auf der Innenseite schon so eine Art eine Vertiefung oder ein Sackloch drin. Und das kann man eigentlich relativ gut aufnehmen und da ein M10x1-Gewinde reinschneiden. Das heißt, den einmal durchbohren, Gewinde reinschneiden und dann konnten wir da einfach unseren Öldrucksensor dran setzen, einschrauben, dann das Kabel drauf stecken und auch diesen Kabelstrang dann hier entlang am Rahmen hoch Richtung
Kumpan setzen. Das wäre das erste Zusatzmodul. Dann ist es ja so, dass an den LC8-Modellen, auch den LC4-Modellen, den alten, die haben ja schon einen Gangsensor. Das heißt, die Position der Schaltwelle wird erfasst, allerdings nur der Neutralgang und der zweite und dritte Gang. Also die Neutralstellung von der Schaltwelle. Ich zeige euch jetzt einmal kurz, wie das aussieht. Das ist jetzt der Originalsensor, der installiert ist. Und da haben wir dann hier der kleine Pin, das ist die Neutralstellung und dann zweiter und dritter Gang. Und das hier ist der Masseanschluss, so sieht der Originalsensor aus. Und damit wir dann diesen älteren Motoren eben auch eine vollständige Ganganzeige haben, wir wollten das auch mechanisch lösen. Das heißt, das ist nicht errechnet, sondern es werden tatsächlich die Gänge richtig erfasst, wie die Position ist. Seht ihr jetzt hier im Vergleich, einmal haben wir unseren Gangsensor, der dann alle 6 Positionen von der Schaltwelle richtig erfasst oder 7, halt mit dem Neutralgang noch dazu. Und das ist eine Plug-and-Play-Lösung. Also wie ihr seht, das sind hier nur diese 2 Schrauben. Und zwar sitzt der Gangsensor hier unten drin, also so auf der Höhe vom Seitenständer. Dazu muss hier eigentlich nichts demontiert werden, das kann man so reinbauen. Das heißt, die 2 Schrauben lösen, dann einfach mit dem O-Ring dann zusammen unseren Gangsensor dort einsetzen. Dann kommt hier der Kabelstrang raus. Hier haben wir noch eine Auswerteelektronik, die das Signal verarbeitet und dann müssen wir einmal ein Stromkabel und das Signalkabel hier entlang legen, hoch am Rahmen, auch Richtung Kumpan und zu den Stromanschlüssen dann. Und hier vorne führt dann noch ein Kabel weiter, das ist dann dieser Stecker, dass einfach das Signal normal auch an die Motorsteuerung weitergegeben wird. Das heißt, wir verändern kein Signal, wenn ihr euch das jetzt mal anguckt. Das ist genauso in dieser dreipolige Stecker wie beim Originalsensor. Also wir haben auch gleich die identischen Kabelfarben hier. Das heißt, das Motorsteuergerät bekommt genau die gleichen Signale, wie es auch vorher bekommen hat. Da wird nichts verändert. Nur geben wir hier dann unser Signal noch an den Kumpan weiter, dass wir das so korrekt auswerten können. Und dann haben wir hier schon eine komplette Ganganzeige an diesen Modellen angegeben. Dann würde ich euch noch kurz die Einstellung jetzt oben am Gerät zeigen, beziehungsweise wir können jetzt einmal die Maschine starten. Jetzt seht ihr dann hier unten die Drehzahl wird ausgegeben, hier haben wir die Ganganzeige, hier dann den Öldruck und die Öltemperatur und hier oben auch noch eine Drehzahlbalkenanzeige. Und wenn dann der Öldruck unter eine bestimmte Grenze fällt, die könnt ihr auch einstellen, dann wird eben dieser Öldruck hier rot ausgegeben. Also noch eine optische Warnung für euch selbst. Ich würde noch einmal ein anderes Display-Layout einstellen. Wir haben ja 6 verschiedene Layouts, die ihr auswählen könnt. Und das wäre jetzt dann hier eine große Ganganzeige und auch noch der Öldruck und die Motortemperatur. Und zu guter Letzt würde ich euch noch die neue Funktion in unserem Kumpan vorstellen. Das ist unser Service-Menü, was wir hier haben. Und da werden einmal die Kurbelwellenumdrehung hier oben gezählt, dann werden die Kaltstarts gezählt. Hier wird dann eine durchschnittliche Motordrehzahl auch hinterlegt und dann eine Betriebsstunden. Und über das Setmenü könnt ihr euch hier Schwellenwerte einstellen. Wenn die überschritten werden, dann kommt hier unten so ein kleiner gelber Hinweis. Das ist quasi wie so ein eigenes Service-Intervall, was ihr euch da hinterlegen könnt. Das ist dann eine optische Rückmeldung für euch einfach. Und diese Werte, die sind einfach relevant für die Verschleißbewertung vom Motor oder auch vom Motoröl natürlich. Genau, das wäre so das Service-Menü. Das in allem, ja, kurzer Überblick über die Installation von unserem Kumpan an, wie gesagt, diesen LC8-Modellen oder auch LC4-Modellen. Wir haben auf unserer Internetseite auch einen ausführlichen Blogbeitrag dazu veröffentlicht, wo auch nochmal detailliert beschrieben ist, was jetzt die Schritte an einem LC4-Modell wären. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, könnt ihr uns so wie immer natürlich gerne schreiben. Wir freuen uns immer über unsere aktiven Kunden, von denen wir viele Rückmeldungen auch bekommen. Ansonsten würde ich mich bedanken fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.